Astronomen haben mit Hilfe des Instruments HARPS einen kleinen extrasolaren Planeten entdeckt, der um den Zwergstern Ross 128 in nur 11 Lichtjahren Entfernung kreist. Auf dem Planeten könnten lebensfreundliche Temperaturen herrschen. Zudem gilt Ross 128 als inaktiver roter Zwergstern, was es potenziellem Leben auf der Oberfläche einfacher machen sollte. Extrasolare Planeten, also Welten, die um andere Sonnen kreisen als unsere eigene Sonne, wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten schon sehr viele entdeckt. Auch Welten in der habitablen Zone einer Sonne, also dort, wo die Strahlung des Zentralsterns für flüssiges Wasser auf der Oberfläche sorgen könnte, kennt man bereits einige. Bei manchen dieser Welten handelt es sich sogar um Planeten, die etwa die Größe der Erde haben. Die meisten dieser Welten sind zwar sehr interessant, aber gleichzeitig auch recht weit entfernt. In unserer direkten kosmischen Nachbarschaft sieht es mit potenziell lebensfreundlichen Welten schon sehr viel schlechter aus. Im vergangenen Jahr hatte man um den sonnennächsten Stern Proxima Centauri b einen Gesteinsplaneten aufgespürt. Heute gaben Astronomen der neu entdeckte Planet Ross 128b, die Sonne, also der Zwergstern heißt Ross 128a, alle weiteren Planeten, die jetzt dort entdeckt werden, werden dann b und c und d und so weiter heißen. Diese neu entdeckte Welt umrundet ihren Zentralstern alle 9,9 Tage und sollte in etwa so groß sein wie die Erde. Da es sich bei Ross 128 um einen Zwergstern handelt, der deutlich leuchtschwächer als unsere Sonne ist, bedeutet dieser geringe Abstand, dass auf der Oberfläche von Ross 128b durchaus angenehme Temperaturen herrschen könnten. Vielleicht entsprechen sie sogar den Temperaturen auf der Erde. Ross 128b ist damit der zweitnächste Planet, der sich in dieser Hinsicht als potenziell wohnlich beschreiben lassen würde. Er hat zudem den Vorteil, dass er mit Ross 128 einen Zwergstern umkreist, der als inaktiv gilt. Anders als bei Proxima Centauri sind hier also kaum heftige Strahlungsausbrüche zu erwarten, die es dem Leben auf dem Planeten schwer machen würden. Diese Entdeckung basiert auf mehr als einem Jahrzehnt intensiver HARPS-Beobachtungen in Verbindung mit modernsten Datenreduktions- und Analysetechniken, erläutert Nicolas Astudillo de Fou von der Sternwarte in Genf. Nur HARPS hat eine solche Präzision unter Beweis gestellt und bleibt 15 Jahre nach der Inbetriebnahme der beste Planetenjäger seiner Art. Bei HARPS handelt es sich im Prinzip um einen hochempfindlichen Spektrograph, mit dem sich das geringfügige Wackeln eines Sterns nachweisen lässt, das entsteht, wenn ein Planet um diesen Stern umläuft. Dieses Wackeln ist naturgemäß umso größer, je massereicher der Planet ist und je näher er um seine Sonne kreist. Deswegen wurden in den ersten Jahren der Exoplanetensuche mit dem Instrument auch hauptsächlich massereiche Gasriesen aufgespürt, die ihren Zentralstern in nur sehr geringem Abstand umrunden. In den letzten Jahren ist es den Astronomen daher gelungen, mit dieser sogenannten Radialgeschwindigkeitsmethode auch immer kleinere Planeten nachzuweisen. Rote Zwerge sind der häufigste Sternentyp in unserer Milchstraße. Sie sind deutlich lichtschwächer als unsere Sonne. Damit ein Planet sich in der habitablen Zone eines roten Zwergsterns befindet, muss er diesen daher in erheblich geringerem Abstand umkreisen als etwa unsere Erde die Sonne. Viele rote Zwerge, auch unser nächster Nachbar Proxima Centauri, zeigen allerdings ein eher lebensfeindliches Verhalten. Man beobachtet bei ihnen heftige Flares, die nahegelegene Planeten mit tödlicher ultravioletter Strahlung und auch Röntgenstrahlung überfluten können. Ross 128 ist hier eine Ausnahme. Der Stern gilt als inaktiver roter Zwerg. Der jetzt aufgespürte Planet hat einen etwa 20 mal geringeren Abstand von Ross 128 als die Erde von der Sonne. Er dürfte allerdings nur etwa 1,38 mal mehr Strahlung als die Erde abbekommen. Die Temperaturen auf seiner Oberfläche könnten daher zwischen 20 und minus 60 Grad Celsius liegen. Damit ist unsicher, ob der Planet sich tatsächlich in der habitablen Zone befindet. Er ist aber auf jeden Fall der uns am nächsten gelegene Planet mit halbwegs erträglichen Temperaturen um einen nicht aktiven roten Zwergstern. Und Ross 128 kommt uns immer näher. Aus der Eigenbewegung des Zwergsterns haben Astronomen berechnet, dass der derzeit noch 11 Lichtjahre entfernte Zwergstern in rund 79.000 Jahren näher sein wird als Proxima Centauri.
Dieser gilt mit einer Entfernung von etwa mehr als 4,2 Lichtjahren aktuell als sonnennächster Stern und sein Planet damit auch als sonnennächster extrasolarer Planet. Die Planeten um Proxima Centauri und Ross 128 dürften auf jeden Fall auch von den Großteleskopen der nächsten Generation unter die Lupe genommen werden, um in ihren Atmosphären nach Molekülen und Verbindungen zu suchen, die ein Indiz für möglicherweise vorhandenes Leben sein könnten. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir davon reden können, dass wir wieder einen neuen Exoplaneten entdeckt haben, der so ziemlich erdähnlich ist? Das bedeutet zum einen, dass die Beobachtungsmethoden besser werden. Das bedeutet zum anderen, dass wir uns aus dieser Aussage herausgehend damit beschäftigen können, in der Zukunft mehr solche Entdeckungen erwarten zu können. Das bedeutet also, wir werden in den nächsten Jahren definitiv mehr solche Exoplaneten finden und vielleicht auch mehr habitable Zonenplaneten finden. Das würde bedeuten, dass wir vielleicht sogar, wenn das Glück uns hold ist, Planeten finden, die so optimal platziert sind, die dann in ihrer Atmosphäre bestimmte Spuren von Methan und von Kohlendioxid, von Sauerstoff und so weiter beinhalten, dass man sagen könnte, dieser Planet hat vielleicht sogar Leben. Bis es dahin kommt, ist es allerdings wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Wir müssen ja daran denken, dass unser Planet eine absolute Ausnahme darstellt. Wie das Leben so auf die Erde gekommen ist und wie es sich entwickelt hat, das hat eben mit enormen Zufällen und auch mit viel Glück zu tun. Das ist erstmal konkret kein Muss, dass sich Leben auf einem Planeten entwickelt, der sich in der habitablen Zone befindet. Unsere Erde hatte Glück. Das Leben auf Erden hatte Glück. Wie es sich jetzt mit Ross-128b und anderen Exoplaneten verhält, die man jetzt neu gefunden hat in den letzten Jahren, das wissen wir nicht. Dazu müssen eben die Beobachtungsmethoden noch besser werden, sodass wir in der Zukunft auf bessere Daten und wesentlich bessere Beobachtungen hoffen können. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.